Guten Abend, meine Damen und Herren. Zeitenwende in Genua. Erstmals steht ein frei vom Volk gewählter Doge an der Spitze des Stadtstaates. Simon Boccanegra wurde mit Unterstützung der Volkspartei zum Dogen gewählt und ist damit der erste bürgerliche Regierungschef der Stadt. Überschattet wird sein Regierungsantritt jedoch von einem schweren persönlichen Schicksalsschlag. Maria Fiesco, Boccanegras Geliebte und zugleich Tochter seines größten politischen Feindes, Jacopo Fiesco, wurde am Tag der Dogenwahl im Palast der Familie tot aufgefunden. Auch scheint es eine gemeinsame Tochter zu geben. Wie aus Familienkreisen zu erfahren war, gilt sie jedoch als verschollen. Aus aktuellem Anlass bringen wir daher eine Sondersendung mit weiteren Berichten und Hintergrundinformationen ab dem 29. Januar auf der Bühne der Deutschen Oper Berlin. Und nun das Wetter.